Hallo ihr lieben Fische, hier ist Julia von Weil du schön bist und heute mit dem Liebestarot mit dem Mucha-Tarot oder Taro Mucha. Hat ganz coole Grafiken und habe ich die Bits von meinem Freund, weil ich es so schön finde. Und weil ich dachte, das hat so eine schöne, das passt einfach zum Liebestarot, deswegen habe ich jetzt mit diesem Tarot mir überlegt, diese Kartenlegung zu machen. Also, diese Kartenlegung ist für dich als Fische, das heißt, du musst nicht das Sternzeichen deines Gegenübers kennen. Wir klären 7 Fragen. Was ist die Energie deines Gegenübers? Was denkt die Person über dich? Was fühlt sie über dich? Was zeigt sie dir? Was sind die Intentionen? Was ist der Rat deiner Seele an dich? Und wie geht diese Situation weiter? Und du kannst jetzt in einer Beziehung bereit sein, du kannst aber auch gerade jemanden kennengelernt haben. Spielt also der Status keine Rolle. Die Rolle spielt nur, dass dein kleines Herz für jemanden schlägt. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Wenn du deine eigene persönliche Kartenlegung haben möchtest, kannst du mal auf meine Internetseite avalonrituals.com schauen. Die Seite gibt es auch auf Deutsch. Die kannst du oben auf dem Fähnchen auf Deutsch umstellen. Und da findest du auch dieses Liebestarot und auch noch ein paar andere Kartenlegungen. Und du kannst entweder direkt dort online buchen, eine Kartenlegung, oder mir vorher auch schreiben. Und habe ich noch irgendwas vergessen, was wichtig ist für diese Kartenlegung? Ich glaube nicht. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ich die Karten für dich mische, auslege und dann siehst du in einer Sekunde, wie immer, deine Karten. So, ihr lieben Fische, schauen wir da doch mal rein. Also, spannende Situation. Bitte gebt mir unbedingt ein Feedback über eure Situation, sofern ihr das natürlich hier teilen wollt, denn ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagt. Die Energie der Person, mit der du es zu tun hast, die liegt hier. Wir haben hier einmal den Gehängten. Das heißt, der Gehängte, da geht es darum, dass jemand gerade, da ist ein Stopp, da ist eine Pause, um Dinge ganz genau zu beobachten, vielleicht von einer anderen Position, von einer anderen Perspektive zu sehen und um dadurch eben neue Einsichten und Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Reihe, die hier immer liegt, die muss nicht zwingend was mit eurer Beziehung zu tun haben oder mit eurer Verbindung. Das kann auch grundsätzlich etwas sein, wodurch diese Person gerade geht, was aber grundsätzlich vielleicht Aufschluss darüber gibt, wo diese Person gerade steht. Also, wir haben hier, und das ist auch selbst gemacht, also dieser Stopp, weil diese Person hat sich da quasi selber hingehangen. Dieser Stopp ist selbst gemacht, um eben Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen, um neue Erkenntnisse über diese Situation zu bekommen. Und wir haben diese Bewegungsunfähigkeit, das Thema der Bewegungsunfähigkeit auch in dieser Karte. Mit den 8 Schwertern hat man das Gefühl, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht nach vorne gehen, nach rechts, nach links, egal wo ich hingehe, es ist der falsche Schritt und ich werde jemanden verletzen oder mich selber. Und was diese Person hier auf dieser, das ist aber selbst gemacht. Das ist gemacht von dem eigenen Gedankenkarussell, sag ich mal. Weil diese Person, da sieht man die Schwerter hinter ihr, das ist die Gefahr. Die ist aber gefesselt und hat die Augenbinde um. Die sieht nicht, dass sie hier rausgeht. Hier ist noch ein Schwert neben ihr. Wenn sie aber ganz straight, ganz gerade gehen würde, könnte sie aus der Situation rausgehen. Das sieht diese Person aber nicht, weil sie eben gefesselt ist. Aber auch diese Fesseln sind sehr locker. Könnte sie eigentlich abschütteln. Deswegen diese Position, es ist so, hey, ich fühle mich unbeweglich, aber die Wahrheit ist eigentlich ein bisschen anders hier. Weil normalerweise könnte diese Person eben weiter rausgehen. Dann haben wir hier auch noch die Karte des Gerichts und das ist eine Karte der Balance, aber auch des Karmas, also eine karmische Lernaufgabe. Ich habe das Gefühl, diese Person hat gerade so ein bisschen Druck im Leben, wo wir jetzt gerade noch nicht so genau wissen, woher kommt das. Ist dieser Stillstand, der hier ist, ist es beruflicher Natur oder ist das was im privaten Bereich? Hat das vielleicht sogar was mit euch zu tun? Hier ist aber für diese Person gerade ein enormes Wachstumspotenzial, weil diese Person lernt gerade etwas. Da geht es vielleicht auch um den Ausgleich, um in die Balance zu kommen, um faire, gerechte Entscheidungen. Es kann tatsächlich was sein, dass für manche von euch es hier auch wirklich um eine gerichtliche, was ganz Entscheidung geht, etwas ganz Offizielles. Was denkt diese Person über euch oder über dich? Wir haben hier die Karte der Schnelligkeit. Da kommt etwas wirklich sehr, sehr schnell rein. Wir haben hier die Karte des Neustartes, neue Leichtigkeit, ein Neuanfang. Und wir haben hier die Karte des Abschlusses.
Das ist ganz spannend, weil wir eigentlich wirklich die allererste Karte und die allerletzte Karte aus der großen Arkane hier haben. Nun kann es natürlich sein, was denkt diese Person über dich? Erstmal habe ich das Gefühl, dass alles sehr, sehr schnell geht. Dass, was auch immer da mit euch ist, das ist so bam, bam, bam. Das ist Schnelligkeit. Viele Dinge, die in kurzer Zeit passieren. Und vielleicht ist es wirklich so, dass ihr euch eigentlich vom Anfang der Beziehung oder der Verbindung relativ schnell bis zum Ende nun gekommen seid. Und das könnte an sich, alleine diese Karte wäre schon das Ende oder der Abschluss eines Kapitels, sagen wir mal, und der Neustart eines neuen. Wir haben hier aber wirklich die erste und die letzte Karte. Also auch wirklich diese komplette Reise und alles ganz, ganz schnell. Kann also sein, dass ihr wirklich ein krasses Tempo hingelegt habt. Und wirklich vom Anfang bis zum Ende dieses Kapitels nun eigentlich auch schon dieses Kapitel abgeschlossen habt. Was nicht heißt, dass das nächste Kapitel nicht weitergehen kann mit euch, aber es sieht so aus, als ob ihr durch einen ganzen Zyklus bereits miteinander gegangen seid und das auch sehr bewusst hier in den Gedanken ist. Dann haben wir hier auf der Herzebene schlaflose Nächte. Und das ist, wie gesagt, die Herzebene. Was denkt, was fühlt diese Person über dich? Schlaflose Nächte haben wir hier, Kopfzerbrechen. Hier ist die Frage, was will ich eigentlich mit den vier der Kelchen? Da denkt man ganz genau darüber nach. Vielleicht ist man auch so ein bisschen bockig. Das kann auch so eine leicht bockige Stimmung sein. So, nee, das ist mir alles noch nicht gut genug. Ich will eigentlich eigentlich will ich fünf Kelche. Ich habe hier nur vier. Was soll das, weißt du? Also, da ist auch so eine leichte. In manchen Fällen könnte dies eine leichte Unzufriedenheit sein, aber auch in einigen Fällen, wo es hier einfach darum geht, okay, hier sind jetzt vier Kelche, was möchte ich eigentlich? Vielleicht, weil hier auch sehr, sehr schnell vieles reinrauscht, kann es auch sein, eventuell, dass für manche von euch, auch gerade mit dieser Karte der sieben Kelche hier nebenan, was fühlt diese Person? Die ist sich nicht ganz sicher, was sie fühlt. Und auch hier haben wir wieder Verwirrung. Hier ist Verwirrung, aber ich weiß nicht genau, was ich fühle. Hier ist auch ein Wunschdenken, Illusionen. Es kann auch sein, dass hier viele Angebote sind. Und hier auch nochmal die Angebote, wo man nicht genau weiß, was nehme ich jetzt. Kann also sein, dass diese Person eventuell auch mit anderen Leuten noch involviert ist. Aber das muss nicht sein. Ich habe das Gefühl, das ist nicht für alle. Das ist für einen kleinen Anteil, dass diese Person hier noch ein paar andere Eisen im Feuer hat quasi. Und deswegen so ein bisschen selber nicht genau weiß, ja, für was entscheide ich mich denn jetzt hier eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Für diejenigen, wo das nicht so ist, wo ihr ganz klar sagt, nee, die Person hat keine andere Person da nebenbei am Laufen, glaube ich aber schon, dass sie durch diese Kopfzerbrechen und dieses, ah, okay, ist das wirklich das, was ich will? Illusionen, Wunschdenken, Kopfzerbrechen über das, was man hier wirklich will, ist das so das Wahre? Ist das schon auch eben auf der Ebene? Dann haben wir hier in der nächsten Reihe, das ist quasi, was zeigt die Person euch? Auf der einen Seite haben wir hier die Karte, das ist die Liebeskarte, die zwei Kelche sagt auch aus Seelenverbindung. Also von daher haben wir schon das Gefühl, da ist eine Verbindung, da ist auch Liebe, da sind Gefühle definitiv da. Dann haben wir hier aber die Acht der Kelche und bei den Acht der Kelchen geht es darum, auch sich von etwas wegzubewegen. Also von etwas, was emotional mal gedient hat, aber jetzt nicht mehr, bewegt man sich weg. Und dann haben wir hier die Hohepriesterin und die Hohepriesterin, da geht es eben darauf, auf die eigene Intuition zu hören, also auch zu meditieren und eben auf die eigene innere Stimme zu hören. Aber gleichzeitig, und das hatte ich bei ein paar anderen Kartenlegungen hier auch, die Hohepriesterin ist auch eine Art Test. Also es kann sein, dass diese Person das Ganze wirklich so ein bisschen austestet hier, weil sie eben vielleicht nicht ganz sicher ist hier. Also ja, vielleicht ist da auch ein kleiner Zwiespalt zwischen eigentlich sind hier schon Gefühle. Aber eigentlich bewege ich mich hier auch ein bisschen weg und gucke mal, teste das Ganze mal so aus. Dann, was sind die Intentionen? Auch hier, das ist wieder die Liebeskarte. Da sind wirklich Gefühle und Emotionen. Das ist also hier bei der Person. Also die fühlt schon was. Wir haben hier gleichzeitig auch den Buben der Münzen, der Bube der Münze. Lass mich mal ganz kurz schauen, haben wir noch andere Karten, nee, das ist die erste Karte, wo man sagen könnte, okay, vielleicht hast du es hier mit einem Erdzeichen zu tun, mit einer jüngeren Person.
Grundsätzlich möchte da jemand schon auch eine gewisse Stabilität und auch schon an irgendwas festhalten, habe ich das Gefühl hier. Aber da ist ein Konflikt und ich weiß nicht, woher dieser Konflikt rührt. Was ist der Rat deiner Seele? Ganz klar, sei glücklich, komm in deine eigene Kraft, in deine eigene Stärke, sei glücklich. Fokussiere dich hier auf das, was du wirklich in die Welt bringen möchtest, ne? Und auch hier der Ratschlag, manche Dinge brauchen einfach Zeit. Das ist die Karte der Geduld, dass es natürliche Rhythmen im Leben gibt, die wir nicht beeinflussen können, wo wir auch Sachen nicht beschleunigen können. Und ich glaube, das Beste, was du machen kannst mit diesen beiden Karten, ist jetzt wirklich glücklich sein, egal was. Dich auf, das ist auch die Karte der Kreativität, der Geburt. Was bringst du in diese Welt? Was kreierst du? Das kann natürlich eine Schwangerschaft tatsächlich sein. Tatsächlich hier mit dieser Karte kann es vielleicht sogar sein, dass da eine Schwangerschaft kommt. Also das Happy Family Life hier mit der Herrscherin, die eben schwanger geht, was einfach auch die natürlichen Rhythmen der Natur sind, wo man sagt, ey, das dauert jetzt einfach ein bisschen. Lass mich mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, mit der Herrscherin geht es wirklich darauf, hey, was willst du? Was willst du kreieren in deinem Leben? Was ist die Realität, die du kreieren möchtest in deinem Leben? Und was macht dich glücklich? Frage dich, was macht mich glücklich? Und ja, manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit. So, lass uns doch mal schauen, wie geht diese Situation hier weiter? Ah, da, Herzschmerz. Ja, also das scheint hier ein bisschen schwierig zu sein. Vielleicht ist dieses Wegbewegen, was zeigt die Person dir? Auf einer Seite Liebe und Zusammengehörigkeit, auf der anderen Seite Wegbewegen. Und ich habe das Gefühl, dass sagt man da ambivalent zu, wirklich dieser Kontrast, dass das hin und wieder wirklich dann auch zu dem Herzschmerz führt, wo man denkt, hey, ist doch gerade eigentlich alles cool. Wir haben doch hier die Liebe liegen. Warum bewegst du dich jetzt wieder weg? Und da haben wir eben auf jeden Fall noch, dass es wahrscheinlich etwas ist, was wiederkommt. Gleichzeitig haben wir hier aber auch die 10 der Münzen. Und die 10 der Münzen, da geht es um Fülle in jeder Lebenslage, um Stabilität, das kann auch auf Arbeit bezogen sein. Also, dass man sich jetzt wirklich auf die Arbeit fokussiert und sich erstmal versucht, eine gewisse Stabilität im Leben zu erreichen. Was haben wir hier? Ja, und dann haben wir hier nochmal. Okay, also grundsätzlich würde ich sagen, da kommt schon auch eine gewisse Stabilität rein mit der 10 und mit der 9. Die 9 ist auch nach den Strapazen, dass man endlich das genießen kann, wo man hart für gearbeitet hat. Also ich habe das Gefühl, dass hier die Intention ist wirklich hier Liebe, was aufzubauen, was Stabilität hat, daran festzuhalten. Was die Person dir wirklich zeigt, also die Aktionen sind noch so ein bisschen, dass sie es vielleicht austestet hier. Grundsätzlich hier fokussiere dich auf dich selber. Dieser Konflikt, Leute, erzählt mir mal, was da los ist. Ob es da andere Personen gibt oder ob es da eine Situation gibt, wo diese Person den Gefühlen eben noch nicht so ganz traut, das könnte hier auch sein. In der Zukunft, da scheint noch mal ein bisschen Konflikt und Herzschmerz zu kommen. Grundsätzlich, was danach kommt, ist aber wirklich hier die Stabilität. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Ostersonntag, falls ihr das Video jetzt heute noch seht, oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das seht. Ich bin mega gespannt, wie immer, auf eure Kommentare und in diesem Sinne, bis bald, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.